die Männer ihre Kriegserlebnisse darstellen. Sie haben Angst davor. Bunker, Ausgangssperre, Taschengeldentzug, Zigarettenentzug. Sie haben Angst davor. Die Männer ihre Kriegserlebnisse darstellen. Sie haben Angst davor. Die Männer ihre Kriegserlebnisse darstellen. Sie haben Angst davor. Wenn einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt, wenn man wenigstens ein- oder zweimal in der Woche, ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen, Illustrierten verfügt, wenn man dann, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, wenn man dann, wenn man demonstrieren will, auf Demonstrationsverbote stößt. Polizeistaat. Es gilt unserer Polizei zu helfen. Polizeistaat. Polizeistaat. Es gilt unserer Polizei zu helfen. Wenn einem aber nichts anderes übrig bleibt, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen. Wir dachten, der Schah sei einfach ein schöner Mann mit einer schönen Frau und einer glücklichen Familie aus einem glücklichen Land. So jedenfalls hat es in unseren Zeitungen gestanden. Und als die Studenten mussten kommen und Flugblätter verteilen, da erst erfuhren wir die Wahrheit über den Schah. Aber als die Studenten auf die Straße gingen, um die Wahrheit über Persien bekannt zu machen, auf die Straße, weil er in andere Öffentlichkeit als die der Straße ihm nicht zur Verfügung stand, da kam auch die Wahrheit heraus über den Staat, in dem wir selbst leben. Die Proteste gegen einen Polizeistaatschef entlarvten unseren Staat selbst als Polizeistaat. Polizei- und Presseterror erreichten am 2. Juni in Berlin ihren Höhepunkt. Polizeistaat. Es gilt unserer Polizei zu helfen. Polizeistaat. Polizeistaat. Es gilt unserer Polizei zu helfen. Die Proteste gegen einen Polizeistaatschef entlarvten unseren Staat selbst als Polizeistaat. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zurecht hat. Am Widerstand der außerparlamentarischen Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt erst sichtbar. Die Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht, das Recht, Polizeistaat. Polizeistaat. Reden haben die Bürger genug gehört. Jetzt wollen sie Taten sehen. Und wenn ihr ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Dann sind wir für ihren Krieg. Dann sind wir für ihren Krieg. Wenn einem aber nichts anderes übrig bleibt, dann sind sie für ihren Krieg. Mit einem einminütigen Sirenenheulton soll die Bevölkerung in der Bundesrepublik künftig bei Terroranschlägen, Entführungen und ähnlichen Gewalttaten alarmiert werden.
Das Bundeskriminalamt sah sich veranlasst, den Entführern ebenfalls über die Massenmedien zu antworten. Hören Sie sich bitte die jetzt folgenden Stimmen in Ruhe an und achten Sie besonders auf die Eigenarten des Tonfalls, der Ausdrucksweise und der Sprachfärbung. Aufzeichnung 1, Aufzeichnung 2, Aufzeichnung 3, Aufzeichnung 4.